Hallo und willkommen zurück bei Green Hell. Wir gehen erstmal pennen. Aber nicht so lang. Zack. Gärtner. Haben wir noch eine Fettnuss bekommen? Nee. Mist. Aber wir haben hier... Die anderen Pflanzen sind durch. Den müssen wir noch machen. Das ist zweimal verbannt. Einmal Tabak und das andere keine Ahnung. So, ich wollte ein bisschen Energie sammeln. Zum Buchen. Wir brauchen nämlich Fett. So, wir haben hier den Pilz reingemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt sterbe. Wegen diesem Pilz da. Ach, schon wieder die Spinne. Zwei habe ich bekommen. Maden haben mir zwei Spinnen. Nee. Hier, Made ist Köder. Hier habe ich die Spinne als Köder gegeben. Gibt mir tatsächlich eine Spinne. Das heißt, Spinne ist Köder. So, die Suppe ist fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt Kohlenhydrate tatsächlich. Als Suppe aber nur. Okay, der Pilz ist essbar, gibt leider nur Kohlenhydrate. So, schade. Ach, so eine gute Spinnensuppe, warum geht die nicht? Verstehe ich nicht. Essen. So, reinen Schlund. So, ich trinke noch mal was. Und es fehlt wie immer Fett. Und Bambus. Das heißt, wir müssen jetzt auf Erkundung gehen. Verdammt. Ich speichere. Und wir müssen noch mal los. Wir müssen Fett sammeln. Wir wissen, dass irgendwo hier ein Jaguar rumschleicht. Ich habe ihn gehört. Da ist er. Kann ich abbrechen? Ja. Komm zurück! So, ich mache jetzt erstmal einen Verband drum. Ne, weil ich blute. So, dann muss ich später dann mit einem Maden dagegen arbeiten. Aber er ist auch verwundet. Wir werden ihn verfolgen. Wir machen den platt. Es wird kein Jaguar bei mir im Territorium geduldet. Ein Ascheverband. Ich weiß nicht, was der bringt. Tabakverband mache ich noch nicht drauf. So, erstmal in. Dann gucken wir mal. Hier wegen... Jetzt habe ich Fieber. Die Herstellung einer Pflanzeninfusion. Natürlich, das Fieber senkt beschleunigt. Alex, dafür brauchen wir... So, Pflanzeninfusion können wir machen, dafür brauchen wir eine Frucht. So, jetzt haben wir hier die Wundinfektion. Antibiotisch, Maden in die Wunde. Und ein Verband mit Anti-irgendwas. I need to rest.
Man kann sogar Ameisen nutzen für Dings. So, ein Verband mit Desinfektion. Okay, warte, wir müssen jetzt erstmal, weil die Energie geht gerade schnell runter, kommen jetzt erstmal Maden rein. So, eine Made. Zwei Made. Infusion. Ich hätte vielleicht alles bereit machen sollen. Ich sollte vielleicht zurückgehen. Na, wir haben Fieber. Ich habe jetzt keine Infusion vorbereitet. So, wir gehen schlafen. Na, die Maden machen ihr Werk. Das Fieber geht runter. So, und jetzt muss hier ein Verband drauf. Der Tabak ist es nicht. Ascheverband. King of the Jungle. So. Geht auch normaler Verband, theoretisch? Würde auch gehen. Also der Tabak geht nicht, aber ich könnte herstellen, ich könnte noch ein paar Ascheverbände machen. God, I'm thirsty. So, ich muss erst mal verarzten, dann trinke ich was. Ich hoffe, Ascheverband ist auch der richtige. So, jetzt müssen wir noch mal kurz herstellen. Noch mal einmal Kohle sammeln. Dann herstellen. Ascheverband. So, ab aufs Bein. Hä, ich habe da doch Maden draufgesteckt. Ich hab da doch Maden draufgetan. Hä. Okay. Ich muss nochmal Maden besorgen. Ich muss aber gerade nochmal eine Suppe machen. Upsala. Das heißt, ich mache gerade noch mal schnell was zu essen. Müsste genug Energie haben. Der Regen ist natürlich jetzt nicht gut für Fieber. Habe ich hier noch Früchte für Infusion? Nee. Die müsste ich eh erst anbauen. So, eine Fleischsuppe. Ah, verdammt. Wieder nur Spinnen gesammelt. Dabei habe ich doch Spinnen als Köder gegeben. Spinnen als Köder. Ich mache noch mal eine Madensuppe. Die sind alle leer. So, eine Madensuppe gibt's noch mal. Und dann machen wir noch mal aus.
Ich werde die jetzt einzeln hier rüberholen, wenn ich sie brauche. Ja, wir haben halt kein Fett. Ich muss immer noch trinken. Wie sieht's denn mit verbandstechnisch aus? Ich muss besser vorbereiten. Okay, das Fieber knallt rein. Ich muss schlafen gehen. Aber das kostet mich wieder Gesundheit. Vor allem, da ich kein Fett habe. So. So, jetzt haben wir noch mal Tabak. Das muss erstmal dingsen, unbekannte Blume. Kann ich gar nicht hier reintun, kann ich auch nicht reintun. Einen muss ich sammeln. Hier haben wir Tabak. Können wir auch einmal sammeln. So, der muss erstmal dingsen, ne? Ah ne, ich muss hier pflügen. Ich doof. Kuh halten zum Pflügen. So. Nee. 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 Der geht. So, der muss noch gepflügt werden. Hallo. Er lässt mich den nicht pflügen. Kein Platz im Inventar. Pflügen. So, der geht nicht. Der auch nicht. Der geht dann wohl nur in große. Ich kann mal gucken, ob ich die hier noch in eine Suppe reinmachen kann. Warum ich die nicht... Ah, jetzt geht's. So, ich bin aber dreckig. Oh, ich habe einen Parasiten. Habe ich was für Parasiten gerade hier in der Nähe? Parasitenkiller? Nee. Ups. Gerade kein Parasitenkiller da. Ich gehe mich mal waschen. Guck mal, ob ich einen Parasitenkiller sehe. Bisschen Fett wäre auch nicht schlecht. Ist hier kein Parasitenkiller. Ich suche den Parasitenkiller-Pilz tatsächlich. Jetzt habe ich auch noch Egel. Ja, und ich habe tatsächlich auch noch... ich muss noch mal Maden besorgen. Das heißt, ich muss noch mal Fleisch vergammeln lassen. Ich dachte eigentlich, dass ich da Maden draufgetan habe. Die habe ich aber dann wahrscheinlich fallen gelassen. Parasitenkiller, zack, rein in Schlund. Hat mir plus ein Parasiten, minus ein Parasiten gegeben. Weil ich dreckige Hände habe.
Jetzt bin ich runtergelaufen, habe keine dreckigen Hände mehr. Das ist der Kohlepilz. Hier, Parasitenkeller. Zack. So, ich muss wirklich Maden finden. Verdammt. Ich hatte 3 Stück. Oh! Sammeln. N. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ja, hier Parasiten. Okay. Rucksack. So, direkt essen. Essen. Haben wir noch mehr? Sammeln. Kann ich direkt alle wegessen, oder? Ja, kann ich direkt alle wegessen. Gut, der werfen kann. Aber nicht, wie gut der zielen kann. Das gibt's doch nicht. Sammeln. Essen. Essen. Inventar ist voll. Vorsichtig rübergehen. So, die droppen wir wieder hier. Ob man auch Fisch vergammeln lassen kann. Ich will jetzt erstmal gucken, kann ich hier? Ja, das geht, Tatsache. Weißt du was? Ich stelle hier direkt. Hier schütteln mal da rein. So, und den stellen wir jetzt auch hier mit runter. Und hier machen wir Tabak mit rein. Dann haben wir hier Tabak drin. Hier haben wir Dings drin. Und die zünden wir jetzt an. Ich habe zum Glück Fasern aus irgendeinem Grund. Einfach rein da. So, wir hatten hier jetzt nicht zufällig Maden reingetan. Nee. So, eine Infusion. War für Fieber. Okay, beides gilt als Infusion. Gut zu wissen. Die Infusion lasse ich mal drauf. Dann haben wir nämlich zumindest noch eine. Wir haben ja genug Verband oben. Ich tue eins von den Blättern hier rein. Ich darf es nur nicht vergessen. Das muss erstmal trocknen. Genauso wie das hier. Das Blatt trocknet. Unser Notfall-Dings. Wir brauchen Proteine. Spinnen. Klar, wenn wir geistige Gesundheit opfern, könnten wir das machen. Ich speichere mal und dann gehen wir noch mal ein bisschen. Der Jaguar, vielleicht finden wir den wieder.
Er müsste aber auch verletzt sein. Der Jaguar. Ein Kugeltier. Oder so. Ich hoffe, der gibt zwei Fleisch. Dann lassen wir eins vergammeln. Ne, macht er nicht. So, wo ist der Jaguar? Ist hier hinten hingeflüchtet. Vielleicht stirbt er auch. Maus zu jagen, auch interessant. Erwischt. Es müssen auf jeden Fall noch zwei Pfeile drin stecken. So, den sammeln wir direkt. Einen lassen wir, wie gesagt, gammeln. Da ist eine Schlange. Die sammeln wir auch. Dann können wir noch mal eine Suppe machen. Der unbekannte Pilz, den müssen wir noch beschriften. Kann ich das jetzt schon sammeln? Ne, nur zerstören. Ja, die Spinnen. Ach, guck mal, das Fleisch ist aber anders als das. Ja, die kann ich direkt essen. Da ist wieder irgendwas weggelaufen. Fett. So, die Infusion ist bereit. Dann machen wir hier einmal das schöne Fleisch rein. Die Infusion stelle ich tatsächlich mal daneben. Oder eher so hier so hin. Oh, die gibt 3 Lebensmittelvergiftungen. Warum gibt die 3 Lebensmittelvergiftungen? Dann schütten wir die weg. Vielleicht, weil die zu lange da stand? War die schon abgelaufen oder was? Das ist natürlich nicht gut, wenn die ablaufen. Vielleicht lag es aber auch, dass das an dem Material. So. Wir müssen noch mal Pflanzen zusammen smashen. Boah, gerade so hat das noch geklappt. Fleischsuppe, schön. Fleischsuppe, oh, die gibt sogar mehr. Ich weiß, ich könnte die auch, die Schalen, könnte ich dann auch wieder hier draus stellen und stelle die dann jedes Mal wieder rein. Das könnte ich auch machen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar sinnvoll wäre, das Feuer einfach anzulassen und dann jedes Mal ein neues zu bauen, anstatt das jedes Mal zu entzünden. So, eins. Das Fleisch muss ich vergammeln lassen. Und das gibt's dann morgen zum Essen. Wobei, ich habe noch Energie, ne? Lang keine Mäuse mehr hier drin.
kann halt mit den Spinnen nichts anfangen. Zumindest. Das sind ja so Notfallrationen, ne? Die aber auch nicht wirklich viel bringen. Der Jaguar irgendwo gestorben ist? Ich habe nicht wirklich viel Energie, um eigentlich auf die Jagd zu gehen. Aber die Pilze geben Energie. Das sind die Energiepilze eigentlich. Ich muss die umbenennen in Energiepilze. Hier ist nochmal ein Pilz. Ich verwechsel den Jaguar immer mit einer Schlange. Nenn ich den Jaguar, das ist ein Leguan. Anscheinend sind ja auch irgendwo Affen. Ich höre Affen. Ich habe noch keinen gesehen. Aber wir müssen irgendwann müssen wir wieder los. Wegen Bambus. Ich muss mal gucken, wie ich mir Rüstung bauen kann. Ich könnte natürlich hier in den Ameisenhügel rennen. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Energie. Können wir nutzen, um nochmal einen Baum zu fällen. Für das letzte Teil da. Können wir da nochmal was andingsen. Wir haben auch nicht viel Gesundheit. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Wenn der Jaguar uns angreifen würde, sind wir tot. Der muss uns ein- oder zweimal muss er uns nur hitten. Shit! Was mache ich jetzt? Antitoxin. Antitoxin. Ich weiß nicht, gibt es auch Gebissspuren? Nee, ich habe aber nichts Antitoxines. Lebensmittelvergiftung wäre Kohle. Infusion können wir machen gegen das Fieber. Ich merk's. Aber ich sterbe jetzt am Gift. Ja, ich habe kein Antitoxin gerade. Ich bin tot. Was passiert, wenn ich mich schlafen lege? Dann bin ich tot. Okay. Gut. Dass die mitten in unserem Garten ist, ne? Das ist halt hart, ne? Hallo? So, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, das war nach dem Jaguar-Angriff, ne? Schon. Dass die auch genau zwischen dem Garten da häusen. Im Prinzip eigentlich interessant. Okay. Was habe ich als letztes gemacht? Hier, das war die Infusionsschale. Aber das ist die, die drei Lebensmittelvergiftung gibt. Egal. Ich behalte die für den Fall der Fälle trotzdem. Mal. Muss ich halt dreimal Kohle essen oder so. Und was ist da drin? Was ist das? Die ist halt nicht voll. Jetzt ist da nur eins drin. Ein Egel.
Achso, ich war Proteine am besorgen. Proteine. Genau, und dann habe ich eine Dings gejagt, eine Maus und so ein Kugelding. Das war's. Hört sich an, als wäre da ein Huhn. Aber das war's erstmal für diese Folge dann, glaube ich. Gehen wir nächste Folge wieder jagen. Also bis dann. Ciao!